Also das passiert diese Saison nicht nochmal. Nee. Das ist immer scheiße, wenn man aus dem Juniorenalter in den Juniorenalter kommt. Es ist ein wunderschöner Morgen im Dortmunder Stadion Rote Erde, ein Ort großer Fußballschlachten. Aber heute geht es um Bobsport, es geht um Training und Erling Nolte, sie strahlt mit der Sonne und freut sich endlich wieder mal richtig beschwerdefrei trainieren zu können. Ja, das stimmt auf jeden Fall, also gerade bei dem Wetter, aber nach der langen Verletzungszeit macht es einfach nur Spaß, dass ich wieder trainieren kann. Lass uns mal einen Blick auf die letzte Saison werfen. Die ist ja bei dir buchstäblich aufs Eis gefallen. Du konntest nicht starten, du warst verletzt. Es war eine Odyssee hin und her von Verletzung zu Verletzung, Operation. Vielleicht kannst du uns das einmal kurz noch näher bringen. Ja, also tatsächlich war Olympia meine letzte Bobfahrt. Seitdem bin ich nicht mehr gefahren. Ich hatte im Juni letzten Jahres eine OP am großen Zeh. Hab dann wieder angefangen zu trainieren, wollte eigentlich im Dezember wieder fit sein, dass ich zur Weltmeisterschaft in Whistler auch es schaffe. Hab mich dann wieder verletzt, hatte Knochenödeme in den Zehen und das hieß dann Pause für die Saison, keine einzige Bobfahrt gemacht. Bin dann wieder eingestiegen ins Training nach einer Reha in Bochum und hab mich dann tatsächlich wieder verletzt, hatte einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß und den habe ich jetzt auskurieren lassen und jetzt bin ich wieder voll im Training und jetzt ist die Zeit Gott sei Dank vorbei. Ja, das Training macht Spaß. Wir haben das ja schon verfolgt. Erling ist wieder da. Und die große Frage, wie geht es in dieser Saison weiter? Es gibt hier ein bestimmtes Datum. Ich glaube, es ist der 14. September in Oberhof, der zentrale Leistungstest. Und da muss die Wahrheit aufs Eis. Ja, das stimmt. Also am 14. September ist der erste Anschubtest. Ich will auch auf jeden Fall wieder fit sein. Ich habe jetzt eine ewig lange Verletzungszeit hinter mir, deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wo die Reise hingeht. Ich kann nicht sagen, wie ich bei den Konkurrentinnen, also im Vergleich zu meinen Konkurrentinnen stehe. Ehrlich gesagt bin ich einfach froh, dass ich wieder fahren kann und hoffe natürlich aufs Beste, dass ich trotzdem meine Leistung abrufen kann. Du bist ja im Team von Anna Köhler und du wünschst dir natürlich sehnlichst mit Anna wieder in dieser Saison zunächst im Weltcup starten zu können. Ja, also das wäre absolut super. Mein größter Traum ist, dass ich mich natürlich schaffe, für den Weltcup zu qualifizieren, zusammen mit Anna. Und ja, das Allerbeste wäre natürlich die Heimweltmeisterschaft in Altenberg. Das ist so das Schönste, was ich mir eigentlich für die Saison vorstellen kann. Aber ich bin auch durch die lange Verletzung sehr genügsam geworden. Und deswegen schaue ich noch recht entspannt Richtung Anschubtest. Richtung Anschubtest, natürlich dann möglicherweise der Weltcup und dann, das haben wir auch schon im Vorfeld besprochen, der große Traum, noch einmal zu starten bei einer Heimweltmeisterschaft in Altenberg. Und da werfen wir mal den Blick zurück vor 5 Jahren, dann 2015, also 2020 ist ja die WM. Da bist du ja mit Stefanie Czurek Vierte geworden, da flossen Freudentränen, das haben wir alles erlebt. Und das wäre doch dann möglicherweise noch eine runde Geschichte, noch einmal bei der Heim-WM starten zu können. Auf jeden Fall. Das wäre wirklich ein schöner Abschluss. 2015 meine erste WM in Deutschland, jetzt 2020 nochmal eine WM in Deutschland. Das wäre echt ein Riesenhighlight. Ja, bis dahin muss natürlich noch viel trainiert werden. Es gibt ja, oder es gab einen Trainerwechsel von René Spies zu Heiner Preuthe. Und du hattest ja ein sehr gutes Verhältnis auch zu René Spies. Das war ja dein erster Trainer. Und das war auch eine emotionale Geschichte, der Abschied. Ja, definitiv. René als Cheftrainer hat natürlich andere Aufgaben, die wichtig sind und leider nicht die Zeit, noch nebenbei Athleten zu betreuen. Deswegen war es abzusehen. Es war trotzdem dann hart, als die Entscheidung kam von René, dass er uns nicht weiter trainieren kann nach Olympia. Aber bei Heiner haben wir eine neue Heimat gefunden und das ist auch super. Wir sind eine tolle Truppe und Heiner ist ein super Trainer. Deswegen ist der Abschied dann doch besser ausgefallen, als man gedacht hat. Noch einmal der Blick zur möglichen Heimweltmeisterschaft. Wäre das dann definitiv das Ende deiner Karriere? Also ich liebäugle definitiv damit. Es wäre ein schöner Abschluss. Es ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie die Saison verläuft, wie meine Leistung ist, ob ich da nochmal starten kann. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung, das mit der Heim-WM in Altenberg die Karriere zu beenden.
Ja, dann wünschen wir dir auf dem Weg zur Heimweltmeisterschaft in Altenberg oder auch auf dem Weg jetzt in den Weltcup alles Gute und dann natürlich schönes Training heute Morgen im legendären Stadion Rote Erde in Dortmund. Vielen Dank.